Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Ich werde euch in diesem Fall nicht verraten, wo wir hier sind. Der eine oder andere wird das vielleicht sogar kennen. Wir machen nämlich hier erstmal eine kleine Vorabrecherche für ein folgendes Videoprojekt. Wann das dann wirklich in die Tat umgesetzt wird, das kann ich noch nicht sagen. Kann auch im Herbst dann irgendwann was werden. Es muss auf jeden Fall die Bodenvegetation so bestmöglich nicht vorhanden sein. Genau. Für solche Sachen bietet es sich immer an, die ein oder andere Vorab-Erkundung zu machen, um dann nachher beim eigentlichen Filmen einfach schneller von A nach B zu kommen, genau zu wissen, wo diese ganzen Sachen sind. Ich war hier noch nie und das wird jetzt auch für mich spannend. Ich nehme euch da jetzt mal mit. Ich werde das aber, was wir da sehen, werde ich dann ja so eigentlich nicht kommentieren. Ich werde euch ein paar Strukturen filmen, in der Hoffnung, dass ich die auch finden werde. Und ja, wenn ihr da Bock drauf habt, mich zu begleiten auf der ersten, wie heißt das denn überhaupt? Auf der ersten Erkundung, so nenne ich es mal, dann bleibt da jetzt dran. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hoffentlich an der ersten Struktur. Wir gehen jetzt erstmal hier diesen Weg entlang. Ach, das war eben ganz eine kleine Anekdote zum Frühstück. 2 Schokocroissants und 10 Stapelchips gab es. Dazu hier eine Zerro. Fällt mir ein schöner Spruch so ein. Wer sich gut ernährt, der auch gut aufklärt. Ja, Wahnsinn. Ob das ins Video kommt, na, ich weiß es noch nicht so genau. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Hier haben wir noch kleine Eindrücke von der Landschaft, wo wir uns hier befinden. Bis gleich. Also die ersten Eindrücke hier sind schon mal recht vielversprechend. Interessante Gegend. Der Weg hier ist auch ganz klasse. Unser eigentliches Ziel befindet sich irgendwo da oben in diesem Bereich. Da müssen wir mal gucken, inwiefern das begehbar ist. Tja, und hiermit sind wir schon an der Hauptstelle des Geschehens, sag ich mal. Diese Hauptstelle des Geschehens ist allerdings für den weiteren Verlauf der Recherchen oder auch für das Video gar nicht so interessant. Denn es gibt hier in diesem Bereich jede Menge Kleinigkeiten, die noch absolut filmenswert sind, die da einfach auch dazugehören und die dann die Geschichte auch einfach noch ein bisschen besser erklären oder zeigen können. Das ist nicht die weltgeschichtliche Lage, aber so die Geschichte hier dieses Ortes, wie das hier mal so war. Und ich sehe schon, und ihr könnt das auch vielleicht ein bisschen beurteilen, wenn ihr das auch nur durch die Kamera seht, wir haben es hier schon mit schwierigem Gelände zu tun. Das ist nicht mal eben so. Das ist schon, also wirklich, wenn du hier recherchieren willst, hast du einen Aufwand, der ist nicht unerheblich, da musst du verdammt viel Zeit investieren. Umso besser, dass ich da heute mal mit anfange. Und ich werde mich jetzt hier noch ein bisschen umschauen und dann werden wir diesen Ort hier auch wieder verlassen. Wenn ich noch irgendwas finde, was vielleicht noch interessant sein könnte und was jetzt nicht allzu viel vorwegnimmt, dann filme ich das noch. Also bis gleich. Hi! Ich bin jetzt hier von dem Hauptpunkt nochmal eine Ecke entfernt. Laufe hier ein bisschen durch die Peripherie. Ihr seht das, da kommst du kaum durch. Ganz schwierig. Werde ich aber hier noch ein bisschen was aufklären. Ich habe hier noch 3 weitere Punkte, die ich anfahren wollte. Und bevor das alles so mega spät wird, ich möchte von allen Punkten auf jeden Fall gewisse Impressionen haben, werde ich dann diesen Ort jetzt hier gleich auch wieder verlassen, um dann entsprechend ja, die anderen Sachen noch zu sehen, weil sonst lohnt sich die Gurkerei hier auch nicht. Es liegt hier nicht vor meiner Haustür, ich muss da schon ein bisschen auch für fahren. Von daher, ja, werde ich mich jetzt wahrscheinlich erst wieder melden, wenn ich dann an der nächsten Position bin.
Ja, und mit diesen Eindrücken möchte ich dann auch an dieser Stelle schon das Video beenden. Ich war noch an einer zweiten Struktur, wir befinden uns jetzt an der dritten Struktur. Man kann auch sehr gut nach Ausschluss oder nach dem Ausschlussverfahren vorgehen. Ich habe also die Geländemodellkarte mir auch zu Rate gezogen, bin da ein paar Punkte angelaufen und habe dann entsprechend diese Punkte abgehakt oder eben einen Daumen hoch dran gemacht, wie auch immer man das benennen möchte. Insgesamt war das hier bisher sehr müßig, hat nicht viel Erkenntnis gebracht, wobei auch diese negativen Punkte, also sprich, wenn du Sachen nicht findest und entsprechende Strukturen, die du auf dem Geländemodell gesehen hast, dann abhaken kannst, ist ja auch eine schöne Sache. Da musst du nämlich nächstes Mal nicht wieder in mühevoller Arbeit dich da irgendwie ranarbeiten, sondern kannst sagen, da muss ich einfach nicht mehr hin. Ich gehe in einen anderen Bereich und schaue da nochmal. Es wird definitiv hier zu dieser Geschichte ein Video geben. Und hier in dem dritten Bereich habe ich mir auch noch nicht richtig umgeschaut. Das waren jetzt gerade die ersten Eindrücke, die ihr gesehen habt, waren auch meine ersten Eindrücke. Gut. Bleibt dran. Und jetzt bin ich ein bisschen sprachlos, aber wir sehen uns dann in einem nächsten Video wieder. Und ja, wie gesagt, dieses Projekt hier, das bedarf noch einiger Arbeit. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir da dann auch letzten Endes was sehr Schönes zustande bekommen werden. Bis dann, macht's gut.